Willkommen zurück bei Spyro. Der pustet mich weg. So viel ist mir schon bewusst. Was ist das hier? Okay, was mit dir? Du bist mein Freund. Also irgendwie erkennt der das manchmal nicht an. Die Binoxer haben den Wolkengenerator abgeschaltet. Vielleicht sehe ich nie wieder einen Regenbogen. Wegen einem Wolkengenerator siehst du keinen Regenbogen. Soll ich dir mal erklären, wie Regenbögen funktionieren? Okay, also die kann man ganz normal einfach besiegen. Ich würde mich jetzt ungern von denen irgendwie treffen lassen. Ich glaube, da bin ich tot. Oh Gott, was? Ich... Ja. Willkommen zurück bei Spyro zum dritten Part von... Okay, lassen wir das. Ja. Das hat gerade mein Con auf jeden Fall unter Beweis gestellt. Was ist das hier? Jetzt ist es grass. Okay. Ich verstehe. Die Frage, bleibt der jetzt grün oder... Er bleibt grün. Wenn meine Flügel so stark wären wie deine, könnte ich leicht hier rüber gleiten. Ach, ich bin immer noch in einer Art Tutorial, oder was? Da wollten wir jetzt ernsthaft sagen, wie man gleitet? Achso, nee, da noch nicht. Erst alle Edelsteine einsammeln, bitte. Hoppadi, hoppada. Endline. So. Ich hoffe, es war eine Ente. Treffen muss gelernt sein. Die Metallrüstungen, die diese Gegner tragen, schützen sie vor deinen Drachenflammen. Ich krieg zu viel, ne? Ja, natürlich, das Spiel weiß ja nicht, in welche Welt man zuerst geht. Und wenn man jetzt beispielsweise tatsächlich mit dem dritten Teil von Spyro anfängt, was ja durchaus sein kann, die sind ja nicht unbedingt storyrelevant miteinander verknüpft, kann es natürlich sein, dass man quasi das hier jetzt, zuerst spielt. Und, wow. Aber die tun mir nicht weh. Okay. Deswegen ist es klar, dass... Oh, das Ei her. Hallo, Stefanie. Mit PH. Die Stepfanie. Hallo, Stepfanie. Nein, ich weiß, dass es auch Stefanies gibt, die mit PH geschrieben werden, aber... Irgendwie finde ich, F noch... Also, normaler ist auch bald. Aber ich die Schreibweise mit F ist, finde ich, geläufiger als die mit PH. Oh Gott. Schade, dass ich keine Stefanie in meinem Freundeskreis habe. Ich glaube, ich würde sie immer Stefanie nennen. Egal. Gucken wir mal, wo wir hier noch überall Edelsteine übersehen haben. Ich glaube, wir haben sowieso jetzt schon mehr als genug übersehen. Und ich weiß auch gerade nicht, wo wir überhaupt herkommen. Kommen wir von hier? Ja, von hier. Ja, von hier kommen wir. Übrigens, Entschuldigung an alle Stefanies da draußen. Ich mag euch alle. Oh nein. Geld. Ich verliere Geld. Na, wenn das nicht mein Lieblingsdrache ist. Ich soll für die Zauberin diese Plattformen bewachen. Aber ich könnte wegsehen, wenn ich anderweitig beschäftigt wäre mit Edelsteine zählen. Interessanterweise weiß ich, und das war das, was mich im letzten Teil so verwirrt hat, weiß ich, was am Ende passiert mit unserem lieben Geldsack. Und deswegen, also da war ich so total... Niemals, du Trottel. Oh ja, kostbare, kostbare Edelsteine. Nun denn, Spyro, du kannst die Plattformen jederzeit benutzen. Viel Glück bei deiner kleinen Eierjagd. Ich meine, es ist ja so, man muss das früher oder später so oder so tun.
Man braucht die Edelsteine ja auch für nichts anderes, glaube ich. Denk dran, dass du am längsten gleitest, wenn du ganz oben im Sprung. Das war. Oh, ei. Kamera. Bring mich nicht schon wieder um. So, schauen wir mal, was wir Schönes haben. Ganz viele einer Edelsteine. Wertvoll. Außen rum. Da ist wieder so ein. Was mach ich da? Da ist wieder so ein Portal. Oh, kennt jemand von euch die Ariel-Folge mit dem Pokal? Ich weiß nicht, wieso ich da gerade dran denken muss, aber wegen diesem Portal bin ich gerade auf Pokal gekommen. Wo Sebastian einen Pokal bekommt? Nein, okay. Vielleicht kriege ich den Wolkengenerator wieder zum Laufen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wirklich euch an Ariel die Meerjungfrau erinnert. Oh, da ist ein Ei rausgeflogen. Gib mir das Ei. Lukas, gib mir Lukas. Das ist bestimmt Lukas der Drache. Die Rhinoxe müssen mit diesem Ding den Wolkengenerator verstopft haben. Henry, schade. Immerhin männlich. Ich war schon nah dran. Boah, jetzt will ich, dass irgendein Drache Lukas heißt. Hat keinen besonderen Grund, aber ich will jetzt, dass irgendein ein Drache Lukas heißt. Wo geht's hier hin? Ich befürchte fast irgendwo hin, wo ich gar nicht hin will. Ah doch, ist okay. Ja, ist okay. Ja. Hallo? What the? Okay, so hoch habe ich jetzt nicht erwartet zu fliegen. Ein Eierdieb. Willkommen in Spyro 1. Ja, ich bin noch gerade eigentlich noch gar nicht auf Verfolgungsjagd mit ihm. Ich versuche gerade eigentlich noch die ganzen Edelsteine, die hier super verstreut rumliegen, einzusammeln. So, diese Viecher muss ich wahrscheinlich im Turbo-Modus, also mit dem Turbo-Modus besiegen. Die kriege ich wahrscheinlich ein Ei, ne? Normalerweise wecken wir unsere Regenwolke beim Morgengrauen. Aber diese schelmischen Geister verhindern, dass unsere Glocken läuten. Ach, deswegen sehen die nie wieder einen Regenbogen, weil die Regenwolken nicht da. Ah, okay. Achso, ich muss die Glocken läuten, glaube ich. Ne, muss ich nicht. Ich habe mich gewundert, dass die Glocke läutet, wenn ich die Dinger da flammiere. Super. Ich bin ja richtig cool. Wahrscheinlich respawnen die, ne? Ne, 5 von 6. Ah, schön. Hallo, mein Wölkchen. Oh, guck mal. Das erste Spiel, was sich sehr darüber freut, dass es anfängt zu regnen. Was ist aus dem Glockenturm gefallen? Jake. Wieder kein Lukas. Es regnet die Erde. Wo ist der Eierdieb? Oh, found. Wo läuft er denn lang? Das ist ja eine beschissene Strecke. Brian. Bri. Wo kommt Bri her? Aus irgendeinem Film oder einer Serie. Bri. Okay, Bri. Ich erinnere mich heute an so viele komische Sachen, die so überhaupt nichts mit Spyro zu tun haben, aber die mich irgendwie an irgendwelche Sachen. Okay, Bri. Ich habe keine Ahnung, was ich da rede. Aber egal. Es verstört mich tatsächlich ein bisschen, dass ich so viele Sachen mir fehlen immer und immer wieder. Aber, achso, ich bin nicht mehr im. Komm ich da raus? Nein, komm ich da. Ich komme da nicht raus. Wie komme ich denn da hoch? Oder ist noch ein Ei? Das ist alles Mögliche. Lass mich. Ich komme nicht aus dem Strudel raus. Okay.
Das wird jetzt interessant. Hier ist ja auch noch ein Portal. Hier sind überall Portale. Was bist du denn? Hi. 0 von 3. Unsere Sonne ist erloschen. Mit unserem Lava-Fusionskessel und 3 Sonnensamen könnten wir eine neue machen. Aber sie brennen aus, bevor sie im Topf sind. Tritt auf den Schalter für einen frischen Sonnensamen und erhitze ihn mit Flammen, bis er im Topf ist. Bitte was? Ich muss den coolen Sonnenbrille. Vor allem, warum trägt eine Sonnenbrille, wenn ich mal fragen darf? Ist sie von ihrer eigenen Strahlungskraft verblendet, geblendet? So, wohin musst du jetzt? Keine Ahnung, wo du hin. Irgendwo ist wahrscheinlich der Sonnenkessel. Ach, wahrscheinlich musst du aber da hoch. Oh, sorry, nee, wir wollen nicht, dass du. Wir wollen nicht, dass du ausgehst. Ach so, ich kann nicht einfach. Wunderbar. Den ersten haben wir. Fertig. Scheinbar. Oh, ist überall. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Edelsteine liegen hier in Spyro 3 wesentlich verstreuter als in den beiden Vorteilen. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich habe irgendwie dieses Gefühl, die liegen wesentlich verstreut. Hi. Was soll das denn werden? Das Fenix. Yo! Alles klar, Bruder! Ich hab dir gern geholfen. Alles klar. Yo! Okay. Alles klar. Ich nehme an, ich muss jetzt wieder zum Schalter. Und ich nehme an, dass sie alle immer verschiedene Routen nehmen. Will heißen, der geht jetzt nicht unten lang. Sondern geht wahrscheinlich. Ja, war klar. Ja. Yo, Homies! Okay. Und da kommt der dritte und letzte. Komm her, mein cooler Boy. Wo? Du gehst aber schnell. Nose. Ich habe die Sonne zerstört. Den Sonnensamen, Entschuldigung. Du wolltest aber, du gehst aber schnell aus. Du bist mir echt einer. Schwierigkeiten nimmt also quasi zu. Oh, hier um Hilfe schreit. Wow, was zum? Das schaffe ich nicht, Ho, alles klar, Brudis. Erschafft mir eine neue Sonne. Die coolste Sonne der Welt. Das nenne ich eine Sonne. Nimm diesen letzten Sonnensamen als Souvenir. Ich denke, es könnte ein Blindgänger sein. Lulu. Ja, hier drin sind keine Edelsteine mehr. Ansonsten würde Spark mich wahrscheinlich zurückschicken. Meine Frage ist, wie komme ich da hoch? Also, jetzt mal ernsthaft. Also ich meine, das hier ist ja, also das ist ja so nach Motto so, ja, da fliege ich doch eh hoch, also sollte ich doch da hochkommen, aber. Nö. Was sagst du mir denn, Spark? Ja, du willst da hoch. Das ist ja toll. So, wir gucken uns nochmal eben Level um, weil. Ah, von da vielleicht. Da ist auch noch ein Sog nach oben, aber wohin führt der mich? Toll. Super. Der führt mich nicht hoch genug. Der führt mich darüber. Okay, da ist erstmal okay. Da oben ist nämlich auch noch ein Edelstein und noch Gegner. Was habe ich denn da übersehen? Wie komme ich denn da hoch jetzt? Genau, ich habe dabei Geldsack bezahlt. Hm, vielleicht hätte ich. Okay. Ich glaube, wir haben schon einen Weg gefunden.
die wir bis jetzt noch nicht gegangen sind, quasi. Vielleicht hätten wir tatsächlich Geldsack nicht bezahlen müssen, um das Level abzuschließen. Das kann sogar sehr, sehr gut sein, weil wenn man nicht genug Edelsteine hat. Die Plattform bewegt sich nicht, nehme ich mal an. Ne? Hoppa. Wie oft spuckt ihr? Passt schon. Nicht oft genug. Ich habe keine Ahnung, wie viel mir gerade fehlt. Hallo Claire. Obwohl eher Clara. Mit Claire, nicht mit I geschrieben? 6 von 6 Eiern, also Eier haben wir. Aber mir fehlen mal wieder 5 Edelsteine. Wohin willst du mich haben? Ja, da komme ich so nicht hin. Puh. Hier links. Und? Also manchmal. So, 100% des Labs abgeschlossen. Tschu! Auf nach Hause. In Bad Sonnenaufgang. Wo es jetzt auch regnen kann. Weil wir haben die Wolke und die Sonne glücklich gemacht. Die Wolke mit Musik und die Sonne mit Samen. Und mit Coolness natürlich. So. Gibt es neue Katzen wieder? Nein. Ich habe das Gefühl, irgendwie. Nein, keine Katzen. Das Level ist abgeschlossen. Wunderbar. Das Level haben wir, das haben wir, Level haben wir. Dann geht es ja hier weiter, würde ich mal an. Und zwar in. Hier brauche ich 10 Eier. Habe ich ja auch. Aber ich würde erst gerne wissen, ob noch irgendwo. Schäfchen. Endlich funktioniert mein Portal wieder. Besuch mich in der Tiki-Hütte. Wie viele Eier haben wir denn? 20 haben wir. Okay. Ich behaupte aber, es müsste wahrscheinlich noch eine Welt geben, bevor. Oder? Verlangen die quasi nach 3 Leveln schon. Schon ist gut. Ich meine, wie gesagt, ich habe alle Eier und ich habe alle 20 Eier. Verlangen die tatsächlich dann noch direkt schon 10 Eier für. Was war das hier nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Ach ja, hier habe ich auch ein Ei bekommen. Ja. Gut, dann sind wir tatsächlich schon in der nächsten. Welt. Nämlich in der. Ich habe gerade Schimmelkatze gelesen. In dem Schmelzkrater. Mein Gott, was ist mit mir los? Im Schmelzkrater. Aber der Typ sah gerade eher nicht aus wie irgendwie ein. Der sah eher aus wie so ein Steinzeit-Typ. So ein. Weiß ich nicht. Gucken wir, was wir im Schmelzkrater finden. Mir fehlen so. Ne, fehlen ist falsch. Aber es ist ein bisschen schade, dass es keine Cutscenes mehr gibt wie in Spyro 2. Also ich meine, es gibt ja Cutscenes. Aber was ich meine ist, es gibt keine Intros mehr für die Level. So nach dem Motto, also wie es sie halt in Spyro 2 gab. Die Bosse stiften hier Chaos, aber ich kann niemanden lange genug aus der Tiki-Hütte holen, um etwas dagegen zu unternehmen. Niemanden lange genug aus der Tiki-Hütte holen? Verstehe ich nicht. Ich kann niemanden lange genug aus der Tiki-Hütte holen. Bist du denn? Indianer Rhinoceros, oder was? Indianer Rhino. Nennen wir dich Indianer Rhino. Hat der gerade seinen eigenen Wildschweinkollegen weggerammt? Ich behaupte ja. Jagst du dein eigenes Auge?
Okay. Indianerino. Okay. Kann ich Blumen. Oh nein. Ricky. Ich bin Ricky. Der kleine süße Drache. Ich kratze mich hinterm Ohr, weil ich Flöhe habe. So, komme ich da wieder hoch? Kann ich die Blume abfackeln? Nö. Kann ich mich peitschen lassen? Ja, und gleich zwei Leben verlieren, ey. Doch, die Wette gilt. Es gibt einen Fähigkeitspunkt dafür, alle Blumen zu... Stürme die Wand mit einer Superladung. Stürme die Wand. Tiki-Köpfe zusammensetzen. Aha. Aber wie gesagt, die Fähigkeitspunkte interessieren mich. What's going on with you? What's wrong with you? Wo ist mein Magma-Ding? Weg mit. Das nennt man Skill. Gesund bleibt, wenn seine Gesundheit. Danke, dass du mir das jetzt sagst, wo ich sie gerade einfach mal direkt massakriert habe. Das ist sehr nett von dir, Zoe. Finde ich super. So, als würdest du mich irgendwie mobben wollen. Wow! Mobben wollen. Abigail, du bist scheiße. Du sollst das Spark nicht wehtun. Ja, wirklich. Danke. Danke, Zoe. Ja. Dich auch lieb. Ja. Natürlich habe ich ihn jetzt nicht bekommen. Wäre auch zu schön gewesen. Hallo. Indianerino. Okay. Weg mit dir. Da auch noch. Okay. Wie komme ich jetzt wieder zurück, ohne zu sterben? Mhm. Hallo Blume, das Blume. Soll ich das gleich nochmal ausprobieren? Okay, probieren wir es gleich nochmal. Wie komme ich zurück, ohne zu sterben? Nope, auch so nicht. Okay, Spark. Wo bist du? Oder so, willst du mir nochmal einen schlauen Tipp geben? Dass ich Spark nicht killen kann. Krieg ich ein Ei? Letzte Nacht ein Tiki Hul. Entschuldigung, ich hab's gerade aus Versehen weggedrückt. Curly! Curly ist krank. Curly hat Schnupfen. Curly steckt mich nicht an. Ja, toll. Ha! Wollen wir ein Spiel spielen? Wie komme ich hier wieder weg, ohne zu sterben? Oh, cool. Nochmal die Frage, wie komme ich hier wieder weg, ohne zu sterben? Weil ich sehe da irgendwie ein bisschen schwarz. I'm the master of Ur-lalalala. Ja, the master of Ur-lalalala. Falls ihr das noch nicht kanntet. Ich hab keinen lassen Schimmer, wo ich bin. Hier hoffentlich. Da, aber da ist meine Magma-Schnecke. Moment, habe ich hier, bin ich nicht angefangen? Wie habe ich da angefangen? Aber, ich kann jetzt meinen Schlüssel einsetzen, natürlich. Der fehlte ja am Anfang noch. Und da sind nur so wenig. Ein aufgeschlossener Zug. Was für ein Zug? Wir haben auf jeden Fall da irgendwas Neues. Ich glaube, ich habe so viel übersehen. Ja, oh, wollen wir ein Spiel spielen? Wie komme ich lebend wieder hier weg? Ja! Das war natürlich das wunderbarste Spiel der Welt. Alla, ja. Hallo Spyro. Tschüss Spyro. War schön mit dir, Spyro. Schalte ich am Anfang oder jetzt am Ende? Das nicht, weiß ich nicht. Ach ja, mit Speicherpunkt, klar. Edelsteine müsste ich ja trotzdem alle noch haben. Das heißt, ich kann jetzt einfach...
Hatte ich jetzt die Kiste habe ich ja da unten geholt. Was hat das jetzt hier zu bedeuten? Okay, neuer Charakter, den wir einfach schlicht und ergreifend noch nicht haben. Das ist natürlich jetzt, Spyro, zwei Eierdiebe sind durch diese Tür gelaufen. Naja, eigentlich haben sie mich dafür bezahlt, ihr Versteck zu bewachen, aber das ist irrelevant. Ich lasse dich gerne durchs Tor, um sie zu jagen. Für einen kleinen Finderlohn. Danke, okay. Spyro, und viel Glück beim Fangen dieser gemeinen Eierdiebe. Das sind aber nicht nur zwei Eierdiebe, die sich hier versteckt haben. Bist du der Drache, der nach den Eiern sucht? Ich habe nämlich eine verdächtige Person da drüben mit einem gesehen. Das ist nett. Und ich habe vor allem noch massenhaft an Edelsteinen hier gesehen. Gerne alle hätte. Weil ich bin geldgierig. Und aus einem einzigen Grund bin ich geldgierig. Und zwar, weil Geld, sagt mir immer, meine Edelsteine wegnimmt. Ansonsten bräuchte ich die ganzen Edelsteine ja gar nicht. Mehr als alles ist Geld, sagt schuld. Und ich übersehe wahrscheinlich hier gerade irgendwie eine Menge. Ja, ich höre schon sein. Nee. Keine Sorge, du bist gleich dran. Vertrau mir. Hier ist übrigens die Wand, mit der ich mit der Superladung wahrscheinlich durchbrechen soll. Ich dachte, mit einer Superladung soll ich hier durchbrechen. Okay, geht auch so. Okay. Hier wäre nämlich die Superladung dann. Warum aktiviert die sich nicht, die Superladung? Ach nee, wahrscheinlich muss ich das Tor finden am Anfang der Superladung. Es muss ja irgendwo wahrscheinlich ein Tor geben. Nee, es gibt kein Tor tatsächlich. Okay, da. Das war Moira. Ist noch einer. Der war echt schnell. Wenn ich die Superladung aktiviere, kannst du ihn vielleicht fangen. Hey, wo kommen jetzt die Edelsteine her? Wo? Was für eine Höhle hat der mich denn jetzt gerade hier? Wo ist denn die Superladung, wenn ich fragen darf? Ah, okay. Da war noch ein Edelstein, den darf ich nicht vergessen. Ja, den Skill habe ich leider schon vergessen. Der ist ausverkauft. Jetzt mit der Superladung den zu holen, das wird ja noch. Könnte echt interessant werden. Ich glaube, ich werde immer schneller, kann das sein? Schnell. Wenn ich gegen die Wand laufe, dann bin ich richtig schnell. Bin ich auch schneller, wenn ich springe? Dankeschön, da habe ich mal einen Edelstein. Wow, geht doch. Kermit. Das war kein Frosch. Also, ja, klar. Okay. So, bin ich hier fertig oder willst du mich jetzt durchs Portal oder? Ja, du willst, dass ich durchs Portal gehe. Okay. So weit, so schlecht. So weit, so gut.
wir können auch aufhören hier in dem Level, weil wir wissen, dass uns noch Edelsteine fehlen durch unseren Birdie Bird. Und alles weitere können wir dann sehen, wenn wir Birdie Bird freigeschaltet haben. Dann können wir auch sehen, ob uns noch irgendwo anders Edelsteine fehlen oder nicht. Habe ich alle Eier? Achso, da kriege ich ja auch noch Eier, mit Sicherheit, bei Birdie Bird. Ich weiß nur nicht, wo ich Birdie Bird freischalte, aber das werden wir dann, würde ich sagen, sehen. Und zwar sehen wir das im nächsten Part. Und ja, bis dahin, bis zum nächsten Videos. Euer Hedi.